Ja, da bin ich wieder. Und ihr auch. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Valhalla Hills. Wir wollen Odin beeindrucken. Machen wir. Und, oh, schicke Map. Wo ist jetzt der Bär? Ich will jetzt mal den Bären sehen, den wir nicht unvorbereitet angreifen sollen, weil er uns essen wird. Ja, wir wurden gewarnt, dass wir gegessen werden. Ja, so nicht direkt. Aber uns wurde gesagt, er ist kräftig und groß und dick und böse. Und Zeug. Ja, und Zeug. Das ist ein Wolf. Das ist kein Bär. Naja, vielleicht sollte ich ja ganz froh sein, dass wir ihn noch nicht gefunden haben. Also machen wir erstmal. Wir machen einen Holzfäller, würde ich sagen. Fangen wir mal an mit. Passend genau kann der hier rein. Und ein gewerkzeugten Macher. Den tun wir aber mal hier hin, damit wir die Grünflächen uns behalten. Denn wir wollen ja versuchen, gleich Farming zu betreiben. Wie im MMO. Ein bisschen Farming. Apropos, da müsste ich eigentlich heute auch mal was machen. Aber ist egal. So. Und der braucht gleich das. Schon mal direkt für den Stein vorsorgen. Und für die zwei Angler. Und wir wissen ja, wenn das gebastelt ist, basteln wir direkt einen Steinbruch. So, jetzt direkt Steinbruch. Neue Folge, neues Glück. Ja, wir ziehen das jetzt total durch. Oh, geil. Anzahl der Betten 40. Ja, das läuft. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen mit Wasser und Getreide, können wir... Ah, okay. Machen wir einen Fischer. Wir machen einen Fischer. Aber sowas von. Was mir gar nicht passt, ist, dass der so weit weg ist. Dass die so weit weg sind. Aber was soll man machen, ne? Geht nicht anders. Ja, das ist ein hübscher Weg. Ist ganz hübsch. So, ich würde sagen, Grundversorgung ist gebaut. Und jetzt förstern wir uns hier mal ein. Das geht vor. Ah, hier die Flächen will ich eigentlich behalten, ne? Müssen wir hier die Sägemühle jetzt hinmachen. Die hat jetzt zwar ein bisschen Weg, aber dafür können wir sie zentrieren gleich. Was das bedeutet, das ist jetzt blöd gesagt, aber wenn sie weiter weg ist, dann holt sie sich wahrscheinlich nicht das vom Holzfäller, sondern aus einem Lager. Und das könnte genau unser Vorteil sein, den wir brauchen. Ich möchte gerne ein Lager anlegen, aber dafür brauchen wir erstmal den dicken Steinmetz, der auch nur hierhin kann. Und das gefällt mir nicht. Und dahin will ich ihn auch nicht haben. Aber dahin darf er. Und jetzt müssen wir... Wir müssen Wohneinheiten bauen. Geht nicht anders. Wollen wir das gleich mal basteln? Sieht bestimmt geil aus, oder? Machen wir das mal hier hin. Wir warten jetzt, bis der Steinmetz durch ist. Und dann ist ja schon mal die Grundversorgung so ein bisschen gemacht. Machen wir nochmal zwei davon. So. Die Fischer, die werden wahrscheinlich nicht lange reichen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal neue Vikings. Oh, mir passt das nicht, dass wir die so weit weg machen mussten. Mir passt das wirklich nicht. Auch aus persönlichen Gründen nicht. Aber hier geht das, glaube ich, nicht. Das ist, denke ich mal, zu hoch. Die können nur am Strand ein bisschen rumangeln. Vielleicht müssen wir tatsächlich drei machen, damit die Produktionsrate so halbwegs stimmt. Aber die haben ja doch einen übelsten Weg vor sich. Ja, aber hier ist jetzt alles gebastelt. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein Wohnhaus. Ein gewohntes Haus. Das braucht bestimmt viel, oder? Oh, geht. Also bei Siedler wäre das jetzt Hardcore gewesen. Das können wir auch mal spielen im Let's Play, wenn wir wollen. Wollt ihr das? Wenn ihr das wollt, dass wir mal Siedler spielen, Siedler 3 oder Siedler 4, dann haut schon mal in die Kommentare. Oder haut mich mal drauf an. Und dann machen wir das. Das ist ein tolles Spiel. Hat einen geilen Wuselfaktor.
So, baut einen Sockel hier, bitte. Weißt du, was wir machen könnten? Ganz ehrlich. Wir lassen die hier unten vorlagern. Aber vielleicht nicht da, sondern hier. Wir lassen die vorlagern. Und dann mit einem Kurier schicken wir das nach hier oben. So machen wir das. So wird das gemacht. Und hier machen wir gleich ein richtiges Lager hin. Ein vernünftiges, ein großes, ein atemberaubendes, ein schönes. Ja, los. Hier Priorität. Jetzt mache ich hier nicht lang snacken, Kopf in Nacken. Und dann Nacken hacken. Ah, erstmal lecker Wasser. So, wie geht's jetzt weiter? Ich baue jetzt das Haus. Das ist eine klare Entscheidung. Beziehungsweise ich warte, bis es gebaut wird. Und dann gucke ich mir mal an, wie die Versorgung so läuft. Eventuell bauen wir noch einen Fischer. Wahrscheinlich aber kommt jetzt Getreide. So, hier ist alles gerade. Komplett gerade. Würde ich sagen, machen wir eine Farm ganz außen. Und eine Farm ein bisschen weiter hier rüber, damit die sich nicht ganz so ins Gehege kommen mit rumwuseln. Obwohl, machen wir die mal hier hin. Da ist nämlich alles dann gerade um ihn rum. Ja, machen wir so hier. Und ich hoffe, dass die jetzt richtig, richtig, richtig massive Erträge erzielen. Jawohl, ey. Das ist mal eine Bude. 40 Betten ist schon schön. Jetzt können 40 Mann, können jetzt schön schlafen. Das nächste, was wir machen, ist uns ein gigantisches Lager hier zimmern. Wo wollen wir das? Ne, hier ist alles grün, da machen wir vielleicht noch eine Farm hin. Wir machen hier ein Lager. Und so, fertig. Den Kurier können wir nicht mehr machen, ne? Ne. Aber können wir den nicht ausschalten, Mensch. Können wir den hier hinbewegen? Nee, weil da der Kurier ist, ne? Hm. Vielleicht können wir den irgendwo hinbewegen, wo er nützlicher ist. Nö. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Also ich habe mich entschieden, dass wir zwei Sicheln brauchen. Ja, die Entscheidung habe ich ganz, ganz allein gefällt. Und die Kurier brauchen Rucksäcke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die nicht erst... Die haben eh keinen Job gerade, ne? Die sind auch nicht klug platziert. Dann, wir schalten sie erstmal aus. Und den hier auch. Und wir logistisieren mal einen Weg nach hier unten hin. Damit die vielleicht ein bisschen schneller hochkommen. So, wenn das erledigt ist, das machen. Holz und Brett, nur Holz. Keine Schnur. Komische Angel. Das ist, der wirft einfach Stöcke ins Wasser. Oder Stöcke, wo Stöcke dranhängen. Naja, bitte. Braucht Wasser und Getreide. Dann haben wir Fleisch. Wenn wir keinen Jäger. Dann brauchen wir keinen Jäger, okay. Ja, lass uns mal in die Nähe. Von was? Von hier. Sachen bauen. Und das bauen. Und jetzt eine Bäckerei irgendwo anders hinbauen. Oder auch nicht. Oder doch. Oder nein. Oder ja oder nein. Erstmal gucken. Wie könnte ich denn Fischer bauen? Ich könnte den Fischer noch hier unten hinbasteln. Brauchen wir denn noch einen? Wir haben 5 Fische. Naja, es ist nicht viel. Lass uns das nur mal ein bisschen provisorisch gucken. Machen mal langsamer. So. Wir schalten die aus. Aha. Die Bergbäckerei. Naja, ist doch okay. Eine Bäckerei hier. Und die andere irgendwo am anderen Arsch der Welt. Also in der Nähe von Farmen. Ja, dann bleibt uns ja nur hier übrig. Und den Brunnen, das ist ja nicht schwer. Den können wir ja hier hinzimmern. Und wenn wir einen Jäger in der Nähe haben sollen, dann machen wir den dahin. Oh, wir sind voll. Wir müssen umbauen. Wir müssen wieder ein Häuschen basteln.
für ein riesen Wohnhaus haben wir nicht mehr die Kapazität, oder? Doch. So, das hier hat oberste Priorität. Und wir machen mal ein bisschen schneller wieder. Das hier eingelagert, das Wasser ist auch nicht schlimm. Wie weit geht so eine Farm eigentlich? Jetzt sag nicht, die kann hier überall anbauen. Das glaube ich nämlich irgendwie nicht. Deswegen kommt mir das alles mal so ein bisschen spanisch vor, mit diesen Gebieten. Also bei Siedler hast du wenigstens ein abgestecktes Gebiet. So, ein Brett noch, bitte. Ein bisschen was Brettiges. Bitte. Na, oh, bitte, der kommt da schon. Ich glaube, wir sollten einfach mal tatsächlich gleich drüber nachdenken, uns ein bisschen zu erweitern mit Holz, weil ich denke nicht, dass der eine kleine Mann da hinten das hinkriegt. Wir könnten zwei machen. Den so ein bisschen mehr hier rüber. Ich will jetzt erst, dass sie da hinten durch sind. Ja, ich sag gerade noch, ich will das jetzt erst, aber das ist jetzt gerade... Ich finde das nicht gut. Ne? Was ist gebaut? Der Jäger. Ja, sehr intelligent, wenn ich sage, das hier soll die höchste Priorität haben. Das ist verständlich, dass da nichts bei rumkommt. Tja. Es ist einfach immer wieder unglaublich. Boah, wie die alle abgehen, ne? Wir müssen mal denken. Wir schalten erstmal alles aus, was man hier noch so in der Nähe hat. Okay, ist jetzt ein bisschen blöd, aber das wird schon. Zumindest produzieren die Fischer überhaupt etwas. Und falls sie genug produzieren, dass der Sägemühlenmann hier arbeitet, dann wäre das super. Jetzt schläft er. Toll. Jetzt haben wir noch einen Arbeitslosen. Mensch, Sachen gibt's. Na, vielleicht wäre es gar nicht so dumm, wenn sie sich dieses Häuschen mal hier vornehmen würden. Verhungert. Ja, geil. Leute, könnt ihr nicht einfach mal ein Brett hier hochbringen? Ist das so schwer? Oder vier Holz darunter? Es ist mir auch egal. Dürft ihr auch machen. Es ist echt stressig mit dieser Nahrungsaufnahme. Ich weiß auch nicht, ob sie sich noch fangen. Es kann tatsächlich darauf wieder hinauslaufen. Wie immer. Dass durch schlechte Planung wir jetzt absacken müssen. Aber vielleicht auch nicht.
Okay, komm. Baut das. Was habt ihr fertiggestellt? Na endlich. Jetzt können wir hier... Ich lasse das einfach mal noch laufen, auch wenn die mir ein bisschen wegsterben zum Teil. Aber eben nicht alle und auch nicht kontinuierlich. Das mit dem Hunger kriegen wir schon irgendwie wieder in den Griff. Da bin ich mir sicher. Ich würde vorschlagen, es dauert einfach nur einen Moment, weil die halt immer nur dahin rennen, wenn es einen Fisch gibt. Aber irgendeiner davon ist einer der Arbeiter. Und das ist gut. Weil Arbeiter brauchen wir. Außerdem sind da Bärenbüsche, esst die. Gut, die sind leer, aber esst das. Esst Blätter. Vielleicht sollten wir das mal anschalten. Damit wir zumindest die Optionen kriegen. Der Fischer ist fertig. Sehr gut. Wenn jetzt alles gut geht, jawohl. Wir haben drei Fischer. Ich denke, das ist für die Dorfgröße auch angemessen. Oh, wir haben gleich Maximum erreicht. Seht ihr? 45. Tja, ich würde mal spontan sagen, dieses Minilager ist voll. Immer noch ein Speer. Ich habe dir doch eben in Auftrag gegeben. Wie viele Speere braucht ihr denn? Ach ja, unsere Jäger sterben ja im kontinuierlichen, konstanten Verfahren weg. Tja, das ist sehr unschön. Also zumindest sind sie nicht sehr pragmatisch. Gestorben, gestorben. Das heißt nicht verhungert. Das habe ich mir schon gedacht und das hat mir Gedanken gemacht. Haben die vielleicht den Bären gefunden, der hier angeblich irgendwo sein soll? Ist er das? Nö, ist ein Wölfchen. Tja, also ich sehe hier keinen Bären. Oder ist das dann Bär? Nö, das ist ein Fels. Hätte sein können. Hätte ja sein können, dass es ein Felsbär ist. So wie ein Felstroll. Aber es tut mir leid. Ich sehe hier wirklich keinen. Ja, langsam. Langsam wird das was mit Nahrung wieder. So, was mache ich als nächstes? Ich würde sagen, nicht sterben oder so. Das wäre eigentlich ein geiler Plan. Leute, ihr seid Farmer, ohne Scheiß. Ja, das Schlimme ist, wir haben jetzt gleich auch wirklich alle gerufen. Mehr aus Versehen als gewollt. Ah, ich weiß jetzt, warum sie alle verrecken. Weil dieses kleine... dämliche Eiswölfchen meint, es müsste da alles weghacken. Nee. Der Jäger muss aus. Wir brauchen ganz kurz einfach ein Militärkampflager, es geht nicht anders. Und wir brauchen auf jeden Fall 5 Äxte. Weil sonst, nee. Nee, also gar nicht. Der Jäger hat total vernatzt da oben. Ja. Dann bastel mal. Ja, so falls, nur falls, ist nur ein Falls, die mal die Mühle fertig machen würden, die noch ein Brett braucht, und wir jetzt mal hoffentlich dafür sorgen, dass sie die Mühle fertig machen, dann gibt es Mehl. Und Mehl ist zumindest in diesem Spiel ja was Feines. Die Bäckerei ist fertig! Mann, wieso sind die immer noch zu blöd, eine Scheißsichel zu machen? Es ist Feuerstein da, es ist aber kein Ast da. Aha.
Lass mich raten. Weil die Holzfäller-Typen einer von Leute von denen sind, die nicht arbeiten wollen. Und ihre Gemeinschaft im Stich lassen. Die Nacken. Okay, dann gibt's halt kleine Häuser. Muss auch mal wieder sein. Oder anscheinend nicht. Doch, gibt es. Aber warum ein kleines Haus, wenn wir auch ein großes haben können? Zack. Mensch, und fangt endlich an wieder zu arbeiten. Ja, die Produktion geht gerade sau langsam, weil ich das jetzt alles fangen muss jetzt wieder. Also ich denke schon, dass die hier, die Essensproduktionen, sag ich mal, definitiv was haben sollten. Habe ich das ausgeschaltet? Nee. Haben wahrscheinlich wieder alle einfach keinen Bock. Baut das. Komm, ein Brettchen noch. Nur ein kleines Brettchen. Läuft da eine Ziege im Dorf rum? Da laufen überall Ziegen im Dorf rum. Deswegen der Jäger. Der züchtet die nur. Und dann laufen die einfach hier überall so willkürlich durchs Dorf. Ja, schön. Okay. Komm schon. Ja, siehste, geht doch. Jetzt sind wir auf Maximum. Jetzt müssen wir das, die Essenskrise wieder in den Griff kriegen. Wir haben nur einen Fisch. 7 Mehl aber schon. Aber wir kriegen, langsam kriegen wir das hin. Die haben immer noch nichts. Die brauchen erstmal Äxte. Sonst schicke ich die nicht zu den Wölfen. Los, geht mal dahin. Ja, ist alles ein bisschen eng gebaut diesmal, ne? Ich sehe schon, wir kommen wieder in die Überlänge, aber ich will eigentlich, will ich das noch schaffen? Eine Axt haben wir schon, zwei Äxte haben wir schon. Der da unten hatte gerade Annoncen gemacht, eine Axt zu haben. Und jetzt hört auf zu quengeln hier. Wir müssen ja nur die Wölfchen da erledigen. Dann kann unser Jäger ja Sachen machen. Hier, guck mal, der hat jetzt auch wieder Äxte fertig gemacht. Drei Äxte haben wir schon, kommt zwei Stück noch. Und dann machen wir Dinge kaputt. Wird ein bisschen länger die Folge, aber ist ja nicht schlimm. Vier Äxte haben wir, fünf, dann machen wir Sachen kaputt. Aber mal gucken, vielleicht können wir die da oben ja schon heimsuchen. Also ein bisschen mehr als fünf. Aber dann machen wir halt ein großes Lager. Das ist unschön. Das ist noch unschöner. Ja, es wäre auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte, was. Ja, ich befürchte, dass wir das dann doch nicht mehr diese Folge schaffen. Aber das möchte ich. Ich könnte ja schneiden. Aber das möchte ich nicht. Ich hatte gehofft. Wir können das so mal eben hier fertig machen, quasi. Wir müssen eigentlich nur den Jäger wieder anmachen. Komm, wir müssen es probieren. Mit vielen muss das gehen. Wenigstens, dass unsere Jäger mal halbwegs sicher sind. So. Sonst verkacken wir hier konstant. Konstant und kontinuierlich. Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr hochgeht. Anmeldungen. Alter. Wir haben 13 Stück verloren. Wir haben kein Fleisch, kein Brot, aber 19 Mehl und einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Ich denke, man kann es noch schaffen. Aber wir müssen ein bisschen strategisch umdenken.
Und vor allem müssen wir hier mal logistische Wege hinbasteln, mal wieder. Das sieht doch nicht aus ohne. Mein Vorschlag, wir gewinnen und sind glücklich. Haben wir jetzt Fleisch? Wir haben immer noch kein Fleisch. Was macht der Jäger denn hier? Nackenhang. Ja, es kommt keiner mehr vom Himmel. Es tut mir leid. Dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Wo? Wo weiß ich noch nicht. Ah, wir hatten hier unten viel, ne? Bei den Mühlen. Er muss die Mühle halt ein weniger kriegen und der hier auch. Oh, wir haben 5 Arbeitslose, Mensch. 4 Arbeitslose. 3 Arbeitslose. Und immer noch kein Essen. 2 Arbeitslose. Und könnte der jetzt mal bitte noch eine Axt machen? Bitteschön. Ja, ihr müsst keine rufen, ihr müsst einfach nur mal ein bisschen was machen. Wir haben 12 Fische mittlerweile und 3 Brote haben wir bekommen. Wurstbrot und Fischbrot. Das finde ich ja gut. Vielleicht können wir tatsächlich diesmal eine Küche machen. Wenn wir da noch irgendwo Platz für finden. Dann lass uns mal suchen, ob hier irgendwo noch Platz für eine Küche ist. Ein Feld reicht uns. Ein Feld ist komplett genug. Ja, da oben. Na, dann probieren wir es halt. Ob das hier passt. Sollen wir es mal wagen? Können Sie ja mal antesten. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Dann müssen wir das tatsächlich nächste Folge machen. Na gut, die Wölfe, das sind nicht das Problem. Weil wir sind jetzt schon massiv in der Überlänge. Und deswegen würde ich sagen, wir können das jetzt vernünftig machen oder halt nicht. Und ich bin der Meinung, vernünftig taugt mehr. Und deswegen lassen wir das. Es tut mir leid. Nein, es wird sonst echt zu lang. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir noch brauchen. Wahrscheinlich nicht lange. Ich sehe es kaum. Aber wenn doch, Pech gehabt. Das ist schon länger geworden, als ich geplant habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Valhalla Hills zurück. Ich bin euer Wolf und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Oder was auch immer ihr möchtet. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Auf bald. Ciao.